Das muss ein Witz sein, das muss ein richtiger Witz sein, beziehungsweise ein großer Fake, dachte ich, zumindest im ersten Moment. Da gehst du so deine Facebook-Timeline durch, guckst so, okay, das hat der gepostet, das hat der gepostet, dann... Fuji-Liebhaber da draußen oder vielleicht auch noch Fuji-Liebhaber, die sie erst werden wollen, von Sony, Canon, Nikon oder Co. umsteigen möchten auf Fuji. Wir alle wissen ja, dass die Fuji X-T2 eine der besten APS-C-Sensor-DSLM-Kameras auf dem Markt ist. Und Fuji denkt sich so, ja, wir wollen uns nicht lange auf den Lorbeeren ausruhen. Vor allen Dingen aber muss man auch überlegen, die Kamera ist ja noch nicht mal wirklich ein komplettes Jahr auf dem Markt und schon denkt man über einen Nachfolger nach. Dieser soll jetzt nicht wirklich die neuesten Technologien beinhalten, beziehungsweise soll jetzt keine komplett neue Kamera werden. Sie soll einfach nur minimal verbessert werden. Und darunter könnte zum Beispiel ein Touchscreen fallen oder vielleicht der 5-Achsen-Stabilisator. So ganz sicher ist man sich noch nicht, aber höchstwahrscheinlich steht der Name schon fest. Und der Name, halt dich fest, X-T2S. Das ist doch mal ein Name. Höchstwahrscheinlich... könnte man jetzt spekulieren, wird diese Kamera zur Fotokina 2018 präsentiert, dann wäre der 2-Jahre-Rhythmus auch wieder drinne und die X-T2 wäre 2 Jahre auf dem Markt gewesen, wird abgelöst. Das könnte durchaus möglich sein, aber das ist nicht die einzige Geschichte, die es momentan über Fuji gibt, denn Fuji arbeitet anscheinend auch an einer X-E3. Und diese soll mit ganz neuen Technologien ausgestattet werden. Zumindest liest man das auf diversen Seiten. Wobei das aktuellste Update besteht darin, dass sie eine Bluetooth-Funktion bekommt. Das ist ja jetzt nicht so neu. Und eventuell bekommt sie auch einen 5-Achsen-Stabilisator. Auch das wäre nicht so neu. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Fuji da wirklich für neue Technologien verbauen will. Aber trotz alledem ist Fuji wirklich wieder zu einer Marke geworden, die sich auf dem Kameramarkt auf jeden Fall weit, weit nach oben positioniert hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. Denn Fuji-Kameras machen gute Bilder und ja, manchmal überlegt man schon, ob man nicht vielleicht umsteigen möchte. Wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du dir eventuell den Nachfolger der X-T2 kaufen oder vielleicht doch eher die X3, obwohl man da noch nicht so genau weiß, was dabei rumkommt? Schreib es mir unten in die Kommentare. Das muss ein Witz sein, das muss ein richtiger Witz sein, beziehungsweise ein großer Fake, dachte ich. Zumindest im ersten Moment. Da gehst du so deine Facebook-Timeline durch, guckst so, okay, das hat der gepostet, das hat der gepostet, dann Paul Ripke. Presets. Auf einer URL, die ich überhaupt noch nicht kannte, remakeitpop.de. Und ich dachte so, hä, das ist doch ein schlechter Witz, oder? Dann bin ich auf die Seite gegangen, hab mir das so angeguckt und die Presets habe ich mir dann so durchgeguckt und das eine Preset heißt jetzt wirklich Alfredo und ich dachte so, warte mal, Alfredo? Ja, gibt doch, das kann doch nur ein Zusammenhang sein. Dann bin ich auf Qualitätssicherung Fotografie gegangen und dachte so, die haben das jetzt auch gepostet. Ist das irgendwo ein Zusammenhang? Faken die das jetzt einfach nur, um Paul Ripke so richtig eins reinzuwürgen? Aber irgendwie war es dann doch nicht so. Denn kurz darauf hat Paul einfach erstmal ein Newsletter verschickt, in dem er natürlich sagt, ja, lange nichts gehört und Formel 1 hier und Materia da und die Toten Hosen da und dann natürlich noch die Webcademy. Die Stars, jenes welches und sein nächstes großes Karriereziel bzw. Lebensziel war es einfach, laut seiner Aussage, anscheinend Lightroom Presets in die Welt zu setzen. Nein, aber im Ernst, er hat natürlich versucht, seinen Stil auf Lightroom Presets zu adaptieren und das ist ihm anscheinend gut gelungen. Das heißt also, wenn du schon immer wissen wolltest, wie Paul seine Bilder eigentlich bearbeitet mit wenigen Klicks, dann sind die Presets wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Denn 49 Euro ist jetzt nicht die Welt. Es sind auch nur 8 Presets, aber halt 8 Presets mit dem Paul Ripke-Style. Und er hat ja auch nochmal in seinem Livestream erwähnt, dass es kein Witz ist, dass es kein Fake ist, dass er das wirklich ernst meint mit diesen Presets. Er weiß aber auch noch nicht, wie lange die Presets jetzt online bleiben. Es kann also gut möglich sein, dass, wenn du das gerade hörst, dass es die Presets nicht mehr gibt. Das soll jetzt hier kein Verkaufsgespräch werden oder sonstiges, beziehungsweise eine Anpreisung dieser Presets. Wie gesagt, ich dachte im ersten Moment einfach so, what? Das ist nicht real, das ist ein kompletter Fake. Und dann hat sich herausgestellt, Paul Ripke meint es ernst. Und irgendwo finde ich es auch gar nicht so verkehrt, wenn man halt mal hinter die Kulissen gucken kann, wie Paul seine Bilder eigentlich bearbeitet. Auch wenn er viel mehr Photoshop benutzt, ist es ja für Lightroom-User gar nicht so verkehrt, um mal zu gucken, okay, alles klar, wenn ich das Preset Alfredo auf mein Bild anwende, dann sieht das so und so aus. Was hast du denn gedacht, als du davon gehört hast, Paul Ripke verkauft jetzt Lightroom-Presets? Schreib es mir unten in die Kommentare.
Oh Mann, Nikon. Also jetzt mal wirklich, letzte Woche habe ich euch noch in den Himmel gelobt, dafür, dass ihr endlich begriffen habt, auch den spiegellosen Markt anzugreifen. Also ihr baut ja zum Glück demnächst eine DSLM. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Aber wenn ich jetzt schon wieder lese, dass es Verschlussprobleme bei Kameras gibt, dann frage ich mich gerade, was zum Henke habt ihr denn da gemacht? Also mal ganz ehrlich, wenn ich mich entsinne, 2015 habt ihr schon gesagt, dass im Oktober bis November produzierte D750 Kameras aus dem Jahre 2014 mit einem Verschlussproblem zu kämpfen haben. Was natürlich nicht das erste Problem war bei dieser Kamera. Es gab auch verschiedene Reflexionen auf Bildern, die die User irgendwie nicht verstanden haben. Das Ganze weitet ihr jetzt aus bis September 2016. Das heißt also, Kameras von Oktober, November 2014 bis September 2016 haben ein Verschlussproblem? Ja, Verschlussproblem heißt natürlich, dass du irgendwo dunkle Bereiche in deinem Bild hast, die du eigentlich nicht haben willst. Die treten einfach dadurch auf, weil die Kamera irgendwie eine ganz, ganz kleine Macke hat. Und die D750 ist davon also nicht das erste Mal betroffen, auch nicht das zweite Mal, sondern schon das dritte Mal. Über einen größeren Zeitraum diesmal. Aber Nikon ist natürlich so gütig und hat eine Webseite eingerichtet, in der du anhand deiner Seriennummer überprüfen kannst, ob deine Kamera betroffen ist. Und sollte deine Kamera betroffen sein, dann kannst du diese kostenlos einschicken und bekommst sie dann kostenlos repariert und auch wieder kostenlos zurückgeschickt. Das ist auf jeden Fall ein guter Service. Trotz alledem kann ich das nicht verstehen, dass auch bei weiteren produzierten D750 Kameras Verschlussprobleme auftreten. Nikon, 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 ey. Mann, 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 da bin ich ja froh, dass ihr jetzt auch in den DSLM-Markt einsteigt. Vielleicht passiert es da dann nicht mehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Da hat sich Ripkey also auch mal dazu entschlossen, Lightroom-Preset zu machen. Ah ja, also ich überlege ja auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht auch mal so was machen sollte. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich überlege aber auch gerade wirklich, ob ich mir die nicht zulege, um zu gucken, dass, ob diese funktionieren, wie sie halt dort abgebildet sind. Ah, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Solltet ihr diese Fotonews gefallen haben, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Da gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Es lohnt sich definitiv. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns demnächst wieder. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.